Hälfte kommen hier bei The Crew 2, zweiter Teil von The Crew. So, ja, erster Teil weiß ich nicht, hab ich wahrscheinlich auch schon als Demo gehabt oder schon gezeigt als Video. Denke ich mal, weiß ich gar nicht mehr. So viele Spiele schon gezeigt, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall die Deluxe Edition im Juli 2021. Einfach in den Ordner reingehen, alle Spiele anklicken und dann niedrig bis hoch angegeben. Und dann quasi sind ja alle gratis Spiele da. Und ja, auf einmal stand das Spiel da. Okay, da hole ich doch mit. So. So, da tue ich ja dann mit. So, ist das erste Mal, ich das jetzt Spiel. Ja, komm, die Einstellung mache ich das Ganze. So, direkt neues Spiel. Ja, mal gucken, was kann. Ich weiß nur, glaube ich, vom ersten Teil, die Testversion. Wahrscheinlich die Testversion. Deluxe Edition runterladen und Testversion halt. Wie willkommen zur Testversion, was soll denn das? Ich habe gedacht, das wäre komplettes Spiel oder was. Na egal, ja. Das ist mir verarscht, Fickers. Amiga oder irgendwas. Ja. Ich habe eigentlich gedacht, wäre komplett die Gratis-Version. Ja, so kann man sich irren. Irren. Irren als Mensch. Irre. Ja. Eigentlich gedacht, wäre komplettes Spiel. Was? Ah doch, was? 57 GB gehabt. Ja. Ob jetzt komplettes Spiel ist oder nicht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall stand das da für gratis. Gut, kann sein, dass die jetzt eine Testversion ist, nur für ein, zwei Welten-Levels spielen oder so, ich weiß nicht. Wie sagst du das erste Mal? Also sonst geht im Spiel darum, was geht da, keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall kann man gut seine Autos modifizieren, also verbessern und so weiter. Upgraden. Tunen. Ja, Tune heißt das. So, und ja, ich bin mal gespannt, wie es aussieht jetzt hier von der Grafik, wenn man fährt. Okay, Jungs, na los, ja. Beeilt euch, es geht bald weiter. Testversion, gratis, ja, wann jetzt? Keine Ahnung. Na, egal, auf jeden Fall jetzt mal angetestet, ist mir jetzt auch egal. So, einfach mal gucken, wie es aussieht. Gucke immer gerne auf die Grafik. Ja, schwarzer Bildschirm, cool. Fängt schon gut an, ey. Ja. Mal gucken, ob dafür jetzt überhaupt Trophäen kriegt. Also da stand Gratis-Version. Da stand nichts davon drauf, dass Testversion ist. Aber mich hat das schon gewundert. Standardversion kostet 50 Euro. Deluxe Edition einfach so. Naja. Mal gucken, was hier willkommen passiert noch. In der Stadt, die niemals schläft. In diesem Event wird im Juli 2019 schon übernommen, wie ihr es noch nie gesehen habt. Das ist keine Stadt, das ist ein Spielplatz für die Besten. Na, wo so toll sieht es auch nicht aus. Also zumindest mal hier die Sequenzen da. Müsste aber quasi Open World sein. Eine Viper, oder? Ja, fast. So eine Viper, ne. Natürlich nicht. Ein Porsche, geht direkt schon los. Boah, ich hatte hier als Demo gehabt, kommt mir so bekannt vor. Komisch, na. Erstmal gegen Wand fahren. Sieht halt noch. Ganz gut aus, ein Nitro hat hoch, ja, aber klar. Es gibt kein Rennspiel ohne Nitro. Wir sind heute hier für die erste Episode der diesjährigen Live Extreme Series. In dieser Saison treten tatsächlich Newcomer gegen bekannte Stars an und erhalten ihre Chance, all die Rennteams da draußen zu beeindrucken. Ja. Und glaubt mir, sie sehen alle zu. Und genauso wichtig ist es für sie, Spannung zu erzeugen, denn nur so halten sie die Fans bei Laune. Und darum geht es ja. Wer der Rennfahrer setzt sich in Szene und sie wie deine Follower. Na, zum Glück sieht man ungefähr, wo man hin muss. Aber stimmt, er hat doch da eine Karte. Ja, ja, ist okay. So, Kontrollpunkt. Darf man einfach alles wegmachen, was man nicht braucht. Ah.
Ja, gut, dann pfeifen PlayStation wieder. Ja, ja. Nach 7 Jahren. Pfeift auf dem letzten Loch. Hat die PlayStation nicht so viel Zigaretten abbekommen. Was ist denn hier aus? Da! Da war mal ein Sprung. Le Plash! Die Zahlen gehen durch die Decke. Ja. Wie man sieht, kann man hier, ja, wie Spider-Man. Ja. Rumfliegen. Von Haus zu Haus. Na, okay. So, kann man sonst drücken? Hupe. Einfach mal alles mal drücken. Und ja. Ja. Gerade hier auf das Smiley geguckt und zack, verkackt mal. Naja. Ich weiß gar nicht mehr, um was es geht. Einfach fahren. So, sieht aber echt noch gut aus. Müsste echt Open World sein eigentlich. Also komplettes Spiel. Ah, kann man doch die Kamera verändern. Okay. Ich wollte schon wissen. Jetzt weiß ich schon, was ich gemacht habe. Hä? Keine Ahnung, ja, wie ich das verändert habe, aber wie immer, weiß ich nicht mal. Brot hat Mocha, das ist ja doof. Ich dachte, man fährt nur mit dem Auto rum. Was ist das für eine Grafik, oder ich kotze gleich. Mir war gerade schlecht, für eine Sekunde, okay. Naja, sollte man trotzdem besser mal gucken, dass man hier trotzdem Erster wird irgendwie. Also hier ist jetzt das erste Mal quasi für mich, wenn doch kein vorkommt. Ja. Hopp. Salto, einer geht jetzt. So, bei diesen hier online dürfte es ganz sein. So, habe ich jetzt die Pause. So, oder hauen jetzt die Gegner ab. So, ich wollte mal gerade gucken, was ich sonst machen kann. Tastenbelegung, ja. Ja. Okay. Eh nicht gelesen, egal. Ich wollte wissen, ob hier eine Karte gibt. Wahrscheinlich gibt es das eher später. Also jetzt gibt ja hier die Karte, aber später eine richtige Karte halt. So wie bei Need for Speed oder so. Ah, so kann man die hier, so, das kann man hier ändern. So, ich hatte eben hier Ego-Perspektive oder nicht. Was ist denn da? Ah. Das Event wird gleich neu gestartet. Wieso? Ja, hab ich verkackt. War ich zu schlecht. Ja. Wahrscheinlich. Naja, gucken, was jetzt hier passiert. Ja. Ladezeiten, naja. Braucht kein Mensch. Willkommen in der Stadt, die ja, scheiße da. Wird New York von Rennfahrern übernommen, die ihr es noch nie gesehen habt. Das ist keine Stadt. Wasserspiele. Die über Donkey Kong, Super Mario, immer die Wasserlevels. Das sind die Behindertsten. So ist das in jedem Spiel, egal was für eine Genre es ist. Von mir ist noch mit dem Flugzeug, mit dem Boot oder so. Alle Levels, die mit Wasser zu tun haben, sind immer scheiße. Immer. Aber was denn hier? Ich würde gerne mal meine Optik, meine ist denn hier? Ja, jetzt habe ich die Kamera, die ich sonst immer gehabt hatte, bei Gran Turismo 1. Erste Autospiel, wo mich interessiert hat. Also Autospiele eigentlich gehen mir nicht gerade so ab, eigentlich. Außer Kammergeldung, wo man Leute überfahren kann. Dann hier, da kann man abkürzen. Okay, jetzt, doch, jetzt macht ein bisschen mehr Spaß. Ja, okay. Trotzdem letzter. Also Nitro gibt auch. So. Ja, wir verkackt. Kontrollfunk verpasst, das ist mir egal. Ah.
Ich wollte nur mal meine Kamera mal wieder ändern. Weißt du gar nicht, wie es geht? Ey, was ist denn los? Zurück zur Strecke. Scheiße da. Ja. Ich komme erst gar nicht so weit, dass ich bis zur Garage komme. Irgendwie. Weil ich zu schlecht bin oder was. Ja. Toll, das hatte ich eben schon gemacht, das hier. Apropos in die Luft gehen, seht euch diesen Sprung an. Da habt ihr es. Die Zahlen gehen durch die Decke. Cool, mehr. Ja. Geht meine Kamera wieder zurück. Scheiße, ja. Ich stress mich jetzt. Ich würde gerne mal die Kamera wieder zurück machen. Obwohl, jetzt gleich habe ich mich hier auch an die Kamera hier gewöhnt. Ja. Trotzdem gerne mal wissen, wie man es hier zurückstellt. Einfach nur so. Und jetzt wird es bei Live Extreme. Ja, ja, mega. Was ist denn da hier? Ja, weiterkommen wir jetzt eben. Oh, nee, doch nicht. Na, jetzt kommen wieder die scheiß Boote. Ah, oh, nee. Und gleich kommt ein Helikopter oder was? So, okay, diesmal versuche ich mal hier was zu erreichen. Ich streng mich mal an. Seitwegs. Wohin hin? Also, und jetzt? So. Ah. Okay, das Menü ist, drückt nicht so viele Knöpfe, sonst passiert gleich wieder Unfug. So, diesmal drücke ich keine Knöpfe, um zu gucken, wie die Kamera geht. Hätte ich eben wo besser mal gelesen, wo da steht Steuerung. Egal. Die Arbeit ist weg, keine Zeit. So, Nitro lädt sich immer ein bisschen von alleine auf. Naja, auch gut zu wissen. Normalerweise beim Spiel geht es darum, dass man viel mit seinem Auto tuned und modifiziert und so ein Kram. Darum geht eigentlich hauptsächlich. Zwei Drittel der Strecke liegen hinter uns und ich glaube, wir sehen hier gerade den neuen Star am Rennhimmel. Ah, fahren sieht ja noch cool aus. Okay. War ich jetzt richtig dort? Ja, hoffentlich. Ja. Da. Ich bin sogar Erster, ist aber verdammt scheiße. Cool. Da. Für das große Finale legen wir noch einen drauf. Was ist denn jetzt los? Mit dem Flugzeug oder was? Das langt wieder war. Weißt du, deswegen sind cool oder was? Jetzt kann man hier alles machen oder was? Ja, da kommen wir als nächstes. U-Boot. Da brauchen wir nicht, wenn man eh schon ein Schiff hatte. Ja, Flugzeug hat kein Nitro, also auch Nitro, okay. Es ist eine einfache Rechnung. Flugzeug, jetzt sagt er war, ah, cool. Cool. Unterschreibe beim ersten Rennteam und das zweite wirft ein Auge auf dich. Schade, neben geflogen. Und ne. Verdammt Scheiß. Anders gesagt, einem Fahrer, der genug Follower anzieht, eröffnen sich neue Rennwelten. Wir nennen sie Disziplinen. Kann ihr werdet sie großartig nennen. Und viele Wege. Vehicles. Komm, da war gut sogar nicht. So. Ah, ja. Ich spüre schon den Ansturm der Follower. Ihr nicht? Oh. Oh. Guck mal, ey. Gott sei Dank. Wie hätten sie mit Turtles gesagt, der eine früher bei den Audiokassetten, wo man als Kind gehört hat, der ist nicht schlecht. Hätte Raphael gesagt, der ist nicht schlecht. Ah, wie ein Auto. Ich weiß gar nicht, gibt nur Autos. Flugzeug, Boote, was noch? UFOs. Was gibt denn noch alles? Ah, ja. Da steht hier der Name, jetzt fängt erstmal an. Oder war schon Testversion, 57 GB, du weißt es schon. Ah, mal gucken, was jetzt hier bei ihr abgeht. Außer Ladezeichen.
sein. Cool, es ist jetzt offiziell. Wir haben groß abgeräumt. Wir müssen uns immer noch beweisen. Aber das ist okay. Du weißt, wir haben es drauf. Und wir haben die Wahl. Boote, Flieger, eine Menge Autos. Das ist wie das größte Buffet der Welt und wir können überall einmal abbeißen. Es gibt Street Racing, Offroad, Pro Racing, Freestyle. Wir können mit jedem eine Testfahrt machen oder von mir aus mit allen. Wähl einfach Motorräder hat man auch. Herzlich willkommen zur Motor Nation. Da fehlt nur Fahrrad dort. Ja, warum nicht? Da haben wir gut jetzt vier Möglichkeiten, die Sache ins Rollen cool zu aus war hier. Es sieht man jetzt. Cool. Womit sollen wir anfangen? Da, Boot, Auto, Flugzeug und Superauto oder was? Offroad, oh ne. Das sind so, ja, so Rallye-Strecken. Ah, egal, mal gucken. Eigentlich hatte ich gedacht, das wäre Open World, aber okay, gut, jetzt kann man sich die Sachen aussuchen. Vielleicht wird das ja noch Open World, ich weiß nicht. Ist ja gerade mal nur der Anfang. Ja, mal gucken. Und zwar noch oder was? Hey du, ich bin Wade Palmer. Hä? Vielleicht kennst du mich. In so ziemlich nett. Maschwin, da ist ein ziemlich nett. So, gerade mal gucken hier, die Strecke hier. Na, schwierig, die Kamera ist mir ja verstellt hier, ja. Keine Ahnung, wie ich das jetzt gemacht habe. Egal. Oder? Ne. Autos nah dran. Okay, ich muss mich wieder hier an die Kamera wieder gewöhnen. Kam, wie man die Kamera einstellt, richtig. Ich fahre einfach mal. Irgendwann kriegt man mit jeder Kamera Einstellung. Ist man irgendwann gewöhnt. Ob man es hinkriegt oder anders. Win jetzt. Na toll. Also, ist der Pfeil. Hat sogar. Ja, ja. Ich hab das schon gesehen. Da eben hat hier so ein Pfeil gezeigt, dass ich da rüber muss. Tja, bin ich am ganz schön weg von der Strecke. Aber ich verfolge den jetzt einfach. Puh, abgekürzt oder was? Ah, hier hoch. Ah, stimmt, Nito hat mir auch. Vergesst schon immer. Oder Kakteen, Kaktusse, Kaktussen, Kakteen, Kaktussen, ja. Ah, Kontrollpunkt. Ziel, okay, 3 Kilometer, okay. Ja, dann Gas und hab Spaß, oder was? Da. Ja, hier ist Auto perfekt. Nein, das nicht. Ja, so ein Pickup. Pickup hält ja auch schon gut aus. Na cool, kann ich mich aussuchen, in welche Richtung man immer fährt. Trotzdem läuft er aufs selbe Menü hinaus. Na cool. Ja, ganz kaputtes Auto. Schon. Oder Dreck zumindest. Da, Gott sei Dank. Da. Nicht schlecht, nicht schlecht. Auf. Du und ich, wir müssen über deine Zukunft plaudern. Ja. Space Camp und kriegt mal Punkte. Aber wenn das hier eine Testversion ist, dann wird die auch gleich irgendwann mal aufhören. Aber normalerweise
wie gesagt, wer Open World oder keine Ahnung, auf jeden Fall kann, dass man sich mehrere Sachen aussuchen kann. Gucken wir mal, was das hier hinausläuft. Wie werden halt komische Ladezeiten da hier? Schwarzer Bildschirm, da geht mir nicht was ab. Sieh einer an. Du hast es geschafft. Jetzt cool, bist mehr. Amiga. So, zeig mir nur, was man jetzt machen kann. Aber es gibt auch eine Trophäe, wenn man einen sein. Dass dein Auto einmal die Farbe verändert oder so. Jetzt habe ich mal ein Auto oder keine Ahnung. Jetzt kann man hier als Mensch rumlaufen, hä? Und das folgt da. Er hat den erst gratis Fahrzeug. Ja. Oder Kaktus oder Mescalin. Mescalin. In West-Berlin gibt es beste Mescalin. So, okay, also hier. So. Jetzt krüppelt man hier als Mensch hier rum. Ganz toll. Tausend Jahre. Mann, wie gerne würde ich damit starten. Ich wette, man könnte Probefahrt, na okay. Jo, ja. Wo ist denn hier? Man kann die Karte, nix. Sind hier. Okay, das ist die Foto-App. Damit kannst du Bilder machen und teilen. Ja, sogar besondere Momente für das Fotoalbum einfangen. Und falls die Aufnahme misslungen ist, da, keine Sorge. So. Mit der Zeitleiste kannst du zurück und den richtigen Augenblick finden. Jetzt gib mir mein Trophäe, ja. So. So. Müsst doch einfach so ein Foto machen. Müsste eigentlich eine Trophäe geben. Ja gut, wenn Testversion ist, dann krieg ich das natürlich mit. Weiß nicht. Ist mir mittlerweile auch egal. Ich will nur hier mit dem LKW fahren. Naja, oh, LKW gibt es nicht bei mir. Tausend Sachen zu entdecken. War dann doch schon gut abwechslungsreich, definitiv. Shop. Ja, weiß. Ja, oder nicht? Ja, wie Neuling, ja. Komisch. Laser. Scheiße. Okay. Ah, cool, kann man sich hier aussuchen. Na komm. Oh, was ist denn? Hovercraft. Cool. Da kann man echt noch viel machen. Gefällt mir. Seit ist auch noch kein Rennen, ist wahr. Ja. Dann mach doch mal hey. Beim Scheiße. Die Robel fahren, ja, geht denn nicht. Was soll denn das? Aber man muss sich hier irgendwas Bestimmtes suchen, keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich Motorrad, weil hier schon die zwei Motherfuckers da stehen. Wird muss es sein. Auch nicht. Jeden Knopf, weil ist denn hier da, abgekackt hat. Live-Foto. Da ab. Da. Mach. Kackfoto in der Webseite gespeichert. Da. Ja. So. Na. Vorwärts hier links, wenn schneller lang und hier türen was, hier türen was. Ja, scheiße da. Na, ja. Bin ich mal gezeigt. Auf jeden Fall kann man viele hier Fahrzeuge fahren. Das ist schon cool. Sonst hier als Mensch rumlaufen, da geht mir überhaupt nicht ab. Das ist ein Autospiel, wir sind mit Menschen. Dürfen echt gar keine Menschen hier zu sehen sein, so ein Scheiß.
und meine Autos und UFOs und was weiß ich nicht, was wir fahren und keine Ahnung, gratis Auto, weiß nicht mal. So, Farbe verändern. Das geht leider nicht. Wart. So, als Favorit ausgewählt, so erstes Auto. Ja, wie gesagt, haben wir auf jeden Fall viele Autos, Flugzeuge, Boote. Ist schon gut abwechslungsreich. Ja. Wie wär's, wenn du mit Rumfahren ein bisschen Kohle verdienst? Dieses Magazin will, dass wir Fotos für sie machen. Ja. Du siehst, was sie im Fotoalbum haben. Also Umworld, jetzt hier sieht man, dass da hier sind überall Rennen. Motorräder, Autos, Boote und Helikopter, Flugzeuge sind noch ganz dabei. Naja, kann man wieder hier extra aussuchen. Kann auf jeden Fall ziemlich viel machen. Definitiv. Da kommt noch einmal Flugzeug, ey, bei zur Prüfung. Ja, komm, mach. Einmal Flugzeug noch. Naja, tauschen wir jetzt nächstes Flugzeugspiel. Cool. Ja, auf jeden Fall kann man viel machen. Nur gedacht, am Anfang hat man eine Karte und Open World und so weiter. Egal, brauchen wir gar nicht. Cool, dass man auf jeden Fall hier mit verschiedenen Sachen fährt und fliegt und was weiß ich nicht. Von der Grafik her ist es doch ganz okay. Jetzt deine Rolle. Zieh den Flieger gerade und wähle links oder rechts. Bewege ja. Den Knüppel in diese Richtung, bis die Rolle abgeschlossen ist. Oh, haben sie Rolle, das ist toll. Cool, komm her, alle Schwarz. Da. Zeit für einen Luftdrift. Drücke das linke oder rechte Ruder lange genug durch und du kriegst den Dreh raus. Halte L über R2 gedrückt, um. Ja, jetzt. Einmal eine Kurve. Der Messerflug hat's in sich. Richte dein Flugzeug mit einem Flügel nach unten aus, dann schaffst du's. Looping, na, ja, oder? Die mit einem Flügel. Yes. Ich mach's mal Looping. Wenn überhaupt geht. Das ist aber. Oh. Sollte man nicht zu viel Gas geben, wenn man runterfliegt. Nur nach oben viel Gas geben. Dann, ja. Was muss ich jetzt so machen? Keine Ahnung, ey. Ich spreche hier alles, ey. Ist mir egal. Oh, ich mir die Kamera verändert. Jeden Knopf drücken. Komm, ich geh mal kaputt. Und guck mal, wie das aussieht. C40-Grafik, was ist das? Sieht besser aus. Ah, Peng, Pau. Okay. Ah, so, okay. Auf jeden Fall mal genug hier vom Spiel gezeigt. Ob jetzt komplett gratis ist oder ob eine Testversion ist und ich noch keinen Trophäen gekriegt habe oder keine Ahnung, Beispiel, was für eine Version ist, aber egal, hat trotzdem Spaß gemacht, das Spiel. Ich hätte mir jetzt noch gekauft, okay, für 70 Euro nicht, aber wenn mein Angebot wäre für 10, 20 Euro, ich würde es auf jeden Fall gekauft, definitiv. Macht doch Spaß, ist auch abwechslungsreich, wie gesagt, und na egal, hat mir schon wie gefallen mit dem Kombinieren, das war ich mir jetzt so, ist genug davon gezeigt. Ich mach das, ich probiere es nochmal einmal in Ruhe irgendwann und dann überlege ich mir, ob ich dann lösche oder was wie auch immer. Oder andere Spiele spiele, keine Ahnung. Ich eh noch genug habe. Und ja, warte ich mit erstmal. Daumen hoch und ja, euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Wir sind tschüss hier, wart hier mit Sekuru 2. Bis dann.